bestätigt Khloe Kardashian, 34, etwa Tristan Thompsons, 27, und Reue. Seit einigen Tagen werden die Stimmen immer lauter, die behaupten, dass der Basecat-Dollar rund ein Jahr nach seinem letzten Fremdgehskandal die Mutter seiner Tochter erneut betrogen habe. Khloe soll daraufhin die Reißleine gezogen und die Beziehung beendet haben. Klar geäußert hat sich die Blondine allerdings noch nicht zu dem vermeintlichen Vorfall. Jetzt drückt sie allerdings schon mal bei einem Tweet, der sich klar gegen Tristan richtet, auf den Gefällt mir-Button. Auf Twitter sprach ein Fan in einem längeren Text der Kardashian-Schwester Mut zu: Lass dir von niemandem sagen, dass dies deine Schuld ist. Er ist ein kranker Mann und wenn das wahr ist, dann ist sie eine schreckliche Frau. Beide, Tristan und Jordan Woods, 21, hätten Khloes Liebe schlichtweg nicht verdient. Liebevolle Worte, die den Reality-Star anscheinend berührt haben. Er hinterließ unter dem Posting ein Like. Stimmt Khloe damit den Betrugsvorwürfen gegen Tristan und Jordan zu? Die Frau, mit der sich Tristan angeblich den Fehltritt leistete, ist auch für die 34-Jährige keine Unbekannte. Als beste Freundin von Kylie, 21, gehörte sie quasi zum Kardashian-Jenner-Clan. Noch wenige Stunden bevor die erschütternde Geschichte publik gemacht wurde, kommentierte Khloe sogar noch ein Instagram-Foto der Influencerin mit den Worten Baby Girl.